Kennst du eigentlich schon mal eine eigene Nahrungsergänzungsmittel? Zum Beispiel Vitamin C, OPC. Das Besondere an diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass es eine 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf vitasomal.de. Wir sehen uns. Wolltest du anfangen oder? Ja? Nee, dann gehe ich. Nee, mach was. Diskussion. Konferenz haben die. Müssen wir eben warten. Also nochmal. Ja, tatsächlich geht es darum, denn es steht vor der Tür jetzt, geben wir mal Silvestre. Ja. Richtig einen rausgehauen, ne? Mein Gott, ist halt schlecht, ist halt schlecht. Ja, und zwar Gyneema Silvestra ist auch übersetzt dementsprechend Gomar. Und Gomar heißt dann dementsprechend nochmal wieder übersetzt 46 Zuckerzerstörer. Ist wirklich so. Also ist tatsächlich so. Jetzt ist die Frage, woher kommt der Name so, ja? Zum einen, es interagiert mit deinen Zungenrezeptoren und blockiert jene durch die bestimmten sekundären Pflanzenstoffe, durch die Gyneemicksäure. Und dann blockiert sie sozusagen den Geschmack des Süßschmeckens. Das heißt, du schmeckst gar kein Süß mehr, wenn du diese Pflanze konsumierst. Punkt 1, warum man sie Zuckerzerstörer nennt. Punkt 2 ist noch ein bisschen tiefergehend. Und zwar, dafür müssen wir uns ein paar Studien einmal anschauen, weil ich habe gedacht, ja, das kann doch gar nicht so sein. Gucken wir uns das mal genauer an. Und tatsächlich kann ich sagen, dass ich bisher kein Molekül, keine Substanz, keine Pflanze gefunden habe, die so eine enorme Wirkung auf den Blutzuckerspiegel hat, ja, und auf die Zuckermoleküle allgemein hat. Und zwar, wie kann man es besser testen als an zum Beispiel Diabetikern? Ja? Die haben bekommen 400 Milligramm pro Tag. Das ist überhaupt nicht viel. Ja? Und hier sehen wir zum Beispiel die Blutzuckerwerte, ja, 335. Nach 26 Monaten der Wert 130. Von 335 auf 130. Also fast um ein Drittel verringert, ja. Also ca. 60%. Und bei allen anderen Probanden sehen wir ungefähr den gleichen Trend, ja, nach 26 Monaten Einnahme. Jetzt kann man sich sagen, ja gut, das ist ja immer diese Glukose, ist ja immer eine Momentaufnahme so gesehen. Dann hat man noch den glykolysierten Hämoglobinwert genommen. Und dabei ist es eben so, das ist der HbA1c-Wert, den ihr meistens kennt auf dem Blutbild oder sowas, wenn ihr das mal macht. Das ist der Langzeitblutzuckerwert, ja, inwieweit das Hämoglobin glykolysiert ist mit Zuckermolekülen. Darauf kann man auch schließen, wie viel Langzeit Blutzucker du dementsprechend hast. Und auch da sehen wir die Werte halbiert bei den Diabetikern nach 26 Monaten. Flugzeug jetzt wieder alles am Start, gleich hier Drachen und so, alles. Ich finde, das ist wirklich sehr signifikant. Ja, deshalb schauen wir uns einfach mal die Pflanze genauer an. Langweilig. Schauen wir uns einfach mal den Stammbaum der Unterart. Langweilig. Schauen wir uns einmal das Molekül des Wirkstoffes hier. Langweilig. Wollen wir herausfinden, woher kommt diese Wirkung? Und jetzt müssen wir es letztendlich vergleichen mit Insulin. Und genau das habe ich getan. Und habe danach nach Studien geschaut. Und zwar sehen wir hier eine Kontrollgruppe dementsprechend, Blutzuckerwerte, Aufnahme. Und dann nach Insulininjektion deutlich erhöht natürlich die Glukoseaufnahme hier rot. Und jetzt sehen wir zum Beispiel nach 15 und 20 Mikromol eindeutig die Zerstörung der Glukose, wie sie voranschreitet. Also wie, was nochmal? Nein, also natürlich das Blutzucker dementsprechend in die Zellen zu ziehen, ja. Und zwar ist anscheinend muss es genauso den gleichen Wirkungspfad dementsprechend haben wie Insulin, ja. Dementsprechend die Affinität dazu erhöht zu den bestimmten, ja, Membranproteinen, ja, zum Beispiel GLUT4 oder sowas, ja, was dann letztendlich die Affinität dazu erhöht und dann dadurch mehr Glukose in die Zellen einströmen kann. Und es muss auch dann anscheinend den genau den gleichen Wirkungspfad haben wie jenes, weil je mehr man davon konsumiert, desto ähnlicher wird es dem Insulin und macht das Insulin quasi arbeitslos. Arbeitsamt, ich komme. Interessant ist sowas, um mal zu sehen, okay, es hat deutlich eine Wirkung, ja, und zwar eine unfassbare. Jetzt muss man das einfach nochmal vergleichen mit Arzneistoffen, ja. Und da habe ich dann auch gewühlt und gesucht und habe ich schon gewühlt gesagt? Ich glaube nicht. Deshalb neue Studien. Hier sehen wir wieder, ja, Zucker, Blutzuckerwert dementsprechend Wert 94, ja. Dann dementsprechend die Säugetiere nach einer High-Fat-Diät, ja. HFD steht hier. Der Blutzuckerwert um 211. Jetzt fragen sich viele, wie kann das sein, wenn man Zucker reduziert, mehr Fett konsumiert. Also das Fett muss genauso halt durch das Insulin in die Zellen gezogen werden. Ja, es gibt zum Beispiel die Carnivore Diät, das heißt, die Menschen essen nur Fleisch. Und da gibt es auch einen so einen ganz berühmten in Amerika und der war auch vor kurzem im Fernsehen. Und dann Blutwerte und auch eine Probandin, die mit ihm da wohl das gleich durchzieht, beide Diabetes. Herzlichen Glückwunsch. Da kann man ruhig mal klatschen. Ne, jetzt nicht mehr. Reicht mit dem Klatschen. Und deshalb kommen wir zurück zur Studie, wo es wirklich um sinnvolle Dinge geht. Und zwar
Wie gesagt, 94, danach, nach der High-Fat-Diät, 211, der Blutzuckerspiegel gestiegen, durch das Gourmand auf 112 wieder gesunken. Und jetzt kommt es durch Rimonabont, ja, das ist ein dementsprechend Arzneistoff, auch ebenfalls gesunken, ja, auf 96. Das heißt, die ähnliche Wirkung wie der Arzneistoff, ja. Können wir mal das gleiche Spiel weitermachen, zum Beispiel auf Leptin, ja. Leptin ist das Hormon, was dementsprechend dein Hunger steuert. Und es ist so, dass Leptin vom Körper ausgesendet wird, wenn du sagst, du bist satt. Okay? Das heißt, dieses Rimonabant ist dementsprechend ein Arzneistoff als Hungerzykler, wird er so gesehen verkauft. Ja? Schauen wir uns die Werte einmal an. Ja? Also, die Werte dementsprechend 159 bei normalen Menschen, die nicht krank sind oder sonst was. Ja? Dann dementsprechend nach der High-Fat-Diät der Tiere ist alles unter außer Kontrolle geraten. Ja? 242, deutlich angestiegen. Ja, durch Gourmand wieder, durch die Pflanze auf 158, das heißt 159 zu 158, komplett gleiche Werte, komplett auf Normalwert wieder gezogen, trotz dieser Diät, das musst du dir mal reinziehen. Und dann durch diesen Appetitzykler, diesen chemischen Stoff dementsprechend, ja, auf 189 nur. Das heißt, das, was das eigentlich machen soll, macht es schlechter als die Pflanze sogar. Ja, und das Gleiche sehen wir auch hier circa bei Insulin, ja. Normalwert war dementsprechend 0,11. Dann nach der High-Fat-Diät ja auf 1,33, das heißt mehr als das Zehnfache gestiegen, ja. Und dann dementsprechend durch das Gourmand, durch die Pflanze auf 0,22, das heißt fast wieder auf Normalwert, Faktor 6 sinken lassen, trotz der Diät beibehalten. Und dann dementsprechend Rimonabant, dieser Arzneistoff, auf 0,17. Jetzt sehen wir wieder 0,17 zu 0,22 der Pflanze. Da tut sich fast nicht viel, ja. Also fast gleich gut dementsprechend, ja. Und natürlich, wie auch die Nebenwirkungen, natürlich wieder hier psychische Störungen, ja. Infektion der Atemwege, Durchfall und so weiter. Bei der Pflanze wurde dieses bisher nicht beobachtet. Bei den Arzneistoffen hingegen schon. Nur die Frage ist halt, wen juckt's? Ich habe mich so oft heute schon beklagt, ob wen juckt's denn? Naja, ein paar Leute juckt's schon. Uwe? Juckt's nicht. Wiederum aber meinem Vater, meine Mutter juckt's auch nicht. Aber wiederum meine Tante, meinem Onkel juckt's auch nicht. Aber wieder meinen Nachbarn, die sowieso nichts mit mir zu tun haben, juckt's auch nicht. Aber wiederum mich juckt's wiederum. Aber wiederum der Rest der Menschheit juckt's überhaupt nicht. Also summa summarum juckt's eigentlich niemanden. So, jetzt wird's richtig spannend. Und zwar ein orales Diabetikum wird gegeben, ja. Und das war Gilbenclamid. Gilbenclamid ist normaler Arzneistoff, den du bei Diabetik bekommst. Und dann dementsprechend wieder die Wirkung dieser Pflanze im Vergleich zu dem oralen Diabetikum. Und hier sehen wir nach Woche 1, also normal Kontrollgruppe dann dementsprechend erstmal, ja. Und dann dementsprechend Alloxan hat dann dementsprechend die Diabetes ausgelöst, ja. Und dann sehen wir die Werte nach Woche 1, 2 und 3 und der Pflanzenstoff, Gourmand, also die Pflanze, war in allen Belangen nach jeder Woche, nach jeder Konzentration, nach jeder Messung immer vorne dem Arzneistoff. Jetzt frage ich mich, haben die Leute einfach keine Lust oder was, sowas zu sehen, dass es, also ich muss da ganz klar sagen, das ist eine Pflanze, wie wir gerade gesehen haben, hast du einen guten Blutzuckerspiegel, sagt die sich, alles easy, ja, und hast du einen schlechten Blutzuckerspiegel und Schwankungen und so weiter, dann reguliere ich den für dich, ohne Nebenwirkungen. Ja, es ist halt mega krass, dass darin wieder keine Forschung gemacht wird und nicht solche Sachen immer aufdecken muss oder was, ich weiß nicht, was die Forscher so machen oder was, ich weiß halt auch nicht, auf jeden Fall. Anscheinend ist es wichtiger, neue Handys zu entwerfen, weil ihr wisst ja alle, hast du iPhone 6, brauchst du iPhone 7. Ciao.